Jüdinnen und Juden lebten in vielen verschiedenen Ländern, so auch in Europa. Dort hatten sie oftmals weniger Rechte als andere, wurden schlecht behandelt oder verfolgt. Deshalb wünschten sich immer mehr Juden ein eigenes Land, in dem sie in Sicherheit leben konnten. Am schlimmsten war es für die Juden, als Adolf Hitler im Jahr 1933 in Deutschland an die Macht kam. Unter seiner Führung begann Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Und in Europa wurden mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden getötet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, zogen viele Juden nach Palästina. In die Region, in der vor 3000 Jahren ihre jüdische Religion entstanden war. Dort lebten jedoch bereits viele Araberinnen und Araber, die auch Palästinenserinnen und Palästinenser genannt werden. Diese hatten Angst, zu einer Minderheit zu werden, weil so viele Juden in die Region kamen. Um einen Streit zwischen den Palästinensern und den Juden zu vermeiden, hatten sich Politiker auf der ganzen Welt eine Lösung überlegt. Palästina sollte in 2 Staaten aufgeteilt werden. Ein Staat sollte für die Juden und ein Staat sollte für die Palästinenser sein. Die Juden waren damit einverstanden und gründeten im Jahr 1948 das neue Land Israel. Die Palästinenser waren jedoch dagegen. Sie wollten ihre Gebiete nicht aufgeben. Auch andere arabische Länder in der Region waren dagegen und griffen darum Israel direkt nach seiner Gründung an. Israel gewann den Krieg und eroberte Gebiete der Palästinenser. Deshalb flohen viele Palästinenser in das Westjordanland und in den Gazastreifen. Seither gibt es immer wieder Streit. Es gibt bis heute Palästinenser, die nicht einverstanden sind mit der Aufteilung der Gebiete und finden, dass sie von Israel unterdrückt werden. Auf der anderen Seite sind auch manche Israelis nicht mit der Aufteilung der Gebiete einverstanden und müssen ständig Angst haben, dass sie von extremen Gruppen wie der Hamas angegriffen werden. Auf beiden Seiten sind bei diesem Konflikt schon ganz viele Menschen gestorben und leiden. Eine Lösung hat im Moment niemand. Dennoch geben dort viele Menschen die Hoffnung nicht auf, um gemeinsam in Frieden zu leben.